Danke sehr, Herr Präsident, werte Kollegen im Hohen Haus. Autobahnen und Schnellstraßen sind die sichersten Straßenverkehrsverbindungen, die wir in Österreich haben. Laut Statistik Austria kamen im Jahr 2022 369 Personen auf Österreichs Straßen zu Tode. Das sind freilich immer noch viel zu viele, aber wenn man was Positives finden will, dann kann man sagen, es sind die wenigsten seit dieser Vergleich, seit 1950 angestellt wird. Und auf Autobahnen und Schnellstraßen waren es 34, also ein sehr geringer Anteil. Daher wird wohl die These von Kollegen Babler, Tempo 100 auf Autobahnen sind 100 Tote weniger, wohl kaum zu halten sein. Aber wir haben 43 Schnellstraßen und speziell auf diesen Schnellstraßen könnte man durch einen Ausbau, Klammer auf Sicherheitsausbau, noch viel einsparen an Verkehrsunfällen, viel an Schwerverletzten und Toten. Aber dennoch hat die Ministerin Gewissler relativ rasch nach ihrer Regierungsübernahme gegenüber der ASFINAG erwirkt, dass ein Baustopp eingelegt wird. Dieses Vorgehen der Ministerin ist nicht nur rechtlich stark umstritten, nein, es gefährdet auch Arbeitsplätze und es besteht auch die Gefahr, dass die Verkehrssicherheit sprichwörtlich da unter die Räder kommt. Und das betrifft nicht nur die S37, wo eine Petition uns vorliegt. Auch der Ausbau der S4 im Burgenland wurde gestoppt. Das ist ein Straßenstück zwischen Mattersburg und Wiener Neustadt, ca. 19 Kilometer lang. Zwischen 20.000 und 25.000 Pkw und Lkw fahren dort täglich. Allerdings verfügt diese Straße nur über eine doppelte Sperrlinie und keine getrennten Richtungsvorbahnen. Und jetzt kommt's, heuer haben bereits 5 Menschen auf dieser S4 ihren Tod gefunden und sie könnten noch leben, hätte es diese getrennten Fahrbahnen gegeben. Das Land Burgenland schiebt die Schuld auf den Bund und der Bund auf das Land, aber das Sicherheitsrisiko bleibt und das ist schändlich. Und an die Adresse der Grünen gesagt, geben Sie Ihr Dogma auf, wenn es um die Verkehrssicherheit geht, denn das kostet Menschenleben. Und eine weitere Petition, die ich kurz ansprechen möchte, ist der vorgelegte Gesetzesentwurf der Rechtsanwälte Höllwart und Scheer betreffend ein Antidiskriminierungsgesetz aufgrund des Covid-19-Impfstatuses. Es ist schon eine Weile her, dass wir diese Verordnungen haben uns über uns ergehen lassen müssen, aber ausgestanden ist die Sache noch nicht. Denn speziell Getestete, aber aus freien Stücken Ungeimpfte, sind unwiderlegbar in ihren persönlichen Lebensbereichen beeinträchtigt worden. Und der Gipfelpunkt war wohl die Aussage der Ministerin Gewessler, die gesagt hat, mit der Einführung der Impfpflicht ist es eigentlich rechtswidrig in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Das ist rechtlich völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Und man fragt sich, wie eine ausgebildete Juristin auf solche Sätze überhaupt kommen kann. Werte Damen und Herren, wir lehnen jede Stigmatisierung von Staatsbürgern aufgrund eines Impfstatuses ab. Und das tun nicht nur wir, das tun auch Personen, die gesamte Bevölkerung nahezu. Und da ist es völlig egal, ob die geimpft sind oder ungeimpft. Das sieht dann jeder, so eine Diskriminierung kann aufgrund eines Impfstatuses niemals gerechtfertigt sein. Der Staatsbürger hat Rechte, die darf man zwar einschränken, aber ein Impfstatus kann niemals Anlass dazu sein. Danke.